Bezirksliga startet in eine neue Saison. Für SC Blau-Weiß 06 ist es eine historische Spielzeit. Erstmals spielt eine erste Mannschaft in der Bezirksliga, nachdem 06 in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Kreisliga A gewonnen hat. Zum Auftakt spielt das Team von Erfolgstrainer Jürgen Fuhr beim SV Westhofen-Ensen. Die haben die letzte Bezirksliga-Saison auf dem 9. Tabellenplatz beendet. Die Hausherren in den schwarzen Trikots von rechts nach links mit den ersten Offensivaktionen. Der weite Ball kommt nach vorne auf Hammes, der ganz knapp am Tor vorbei, der Torgarant der letzten Saison. 29 Tore in 27 Spielen. Auch der Aufsteiger zeigt erste offensive Ansätze. Konstantin Schütter zieht mit links ab, der Ball aber keine Gefahr. Aber diese zeigen die Aufsteiger sowohl aus dem Spiel heraus als auch durch Standards aus dem Halbfeld. André Sanders auf den Kopf von Peter Höh, knapp über das Gehäuse. Die größte Chance in der Partie kommt vom Kapitän von 06. Blau-Weiß macht mit seinen Standards das Leben des etablierten Kreisligisten ordentlich schwer. So auch die folgende Aktion. Wieder Freistoß, dieses Mal von der linken Seite und eine andere Ausführung. Flach in die Spitze rein, aber wieder auf Höhe. Der umläuft Keeper Strumpowski, fällt hin und darf im Liegen jubeln, weil Mankel den Ball abstaubt. Der Aufsteiger führt das erste Bezirksligator nach 34 Minuten für Simon Mankel. Es ist ein besonderes Tor für ihn und für den gesamten Club. Auch nach dem Seitenwechsel ist der Aufsteiger gefährlich. Wieder Freistoß für Blau-Weiß, dieses Mal hoch. Stombrowski steigt hoch und bleibt an seinem eigenen Verteidiger Kröger hängen. Am Ende passiert nichts Schlimmes, sowohl bei Kröger als auch beim Keeper des SV. Dann folgt aber eine Szene, welche das komplette Spiel überschattet. Im Mittelpunkt steht wieder Tim Stombrowski, welcher hier zur Rettung eilen will und beim Versuch der Grätsche mit Sanders Knie zusammenstößt. Stombrowski bleibt daraufhin ohnmächtig liegen. Die Mitspieler eilen geistesgegenwärtig zur Hilfe. Der Torwart hat zudem beim Zusammenprall seine Zunge verschluckt und wird mit dem Krankenwagen in die nächste Klinik gefahren. Das gesamte Rheinkick-Team wünscht an dieser Stelle natürlich gute Besserung. Das Spiel wird daraufhin für 30 Minuten unterbrochen und auf Nachfrage von Schiedsrichter Markus Schmitz an die Spieler weitergeführt. Nach diesen dramatischen Umständen bekommt nun der Gastgeber mehr Zugriff und einen Freistoß. Der kommt zielgeführt auf den Kopf von Raimund Schmitz. Der Ausgleich 24 Minuten vor dem Ende. Ein Kopfball par excellence vom Mann aus der Jugend von Alemannia Aachen. Letzte Saison netzte er 7-mal ein. Dem Aufsteiger scheinen die Kräfte auszugehen. Nächster Angriff der Gastgeber. Hammes ist auf der linken Seite ganz frei und hat keine Verteidigung vor sich. In der Mitte steht der ebenso freie Gebel und der muss den Ball nur noch einschieben. Führung für Westhofen-Ensen in nicht mal 3 Minuten. Drehen Sie die Partie. Der frisch eingewechselte Florian Gebel mit seinem ersten Saisontor. 4 Buden hat er in der letzten Spielzeit gemacht. Trotz des Rückstands spielt Blau-Weiß ein ordentliches Bezirksliga-Debüt, aber nach der Verletzung von Stombrowski wurde der spielerische Unterschied zwischen den Gastgebern und dem Team von Jürgen Fuhr deutlich. Aber noch gibt sich Blau-Weiß nicht geschlagen. Sie werfen nochmal alles nach vorne. Peter Rosenblatt versucht sich aus der Distanz, aber damit kann der Stombrowski-Ersatz Michael Skipper nicht aus der Reserve locken. Nächster Versuch. Der Ball geht auf die linke Seite. Die Flanke kommt. Ufuseres Kopfball gefährlich, aber am Ende vorbei. Und Blau-Weiß steht nun komplett offensiv, auch der Keeper. Und das sieht Jan-Philipp Hammes und der haut von der Mittellinie drauf mit dem Abpfiff. Erzielt der Top-Torschütze der vergangenen Saison den 3:1 Endstand. Erleichterung bei Hammes und dem gesamten SV Westhofen-Ensen. Die Mannschaft von Trainer Markus Arendt besiegt den starken Aufsteiger Blau-Weiß 06. Dieses Spiel ist aber vor allem geprägt von der Verletzung Stombrowskis, wie Torschütze Florian Gebel erzählt. Ja, wir haben uns für das Spiel einiges vorgenommen gehabt. Das konnten wir so von Anfang an nicht umsetzen. Woran es lag, wissen wir nicht. Der Knackpunkt des Spiels oder der Knackpunkt für Blau-Weiß, glaube ich, war ein bisschen die Verletzung unseres Torhüters. Wie schwer verletzt ist, wissen wir nicht, aber wir hoffen an dieser Stelle natürlich, dass er schnell wieder gesund wird und vor allem, dass er nichts Schlimmes hat. Ja, da haben wir uns zusammengestellt, haben gesagt, jetzt müssen wir es für ihn machen und haben dann als Mannschaft agiert und haben dann für unseren Torwart gespielt und haben das Ding noch zum Glück rumreißen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.